Scheiß Eis. Ich hasse Eis. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Truth. Mein Name ist Sunnelpi und es ist November. Und deswegen reite ich auf ein Stück Bart. Nicht nur ein Stück, es ist ein kompletter, total hingezauberter, leicht gezupfter und perfekt akkurat hergestellter und runtergekatteter Bart. Und jetzt werde ich den Bart wieder abwählen, weil mein Dancepad dadurch ausgewählt wird, also weggewählt wird, obwohl ich das haben möchte. Yay! So, das muss ich auf jeden Fall behalten. Wie ihr wahrscheinlich wieder mal sehen werdet, ne, ich stehe ja hier immer rum, eine Challenge beginnt gleich. Eigentlich ist ja alles, was man im Moment macht, die Challenge, weil ich möchte den Boundwagon ja kriegen. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Kisten ich bin. Aber ist nicht schlimm, ich werde einfach noch ein paar Tage lang, also ein paar Tage die Kisten hintereinander farmen. Und irgendwann dann gucke ich, dass ich mal alle zusammenpacke. Der Tomb Raider ist dran anscheinend. Das mache ich mal. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt, ehrlich gesagt. Gib ihm. Nein, Tomb Raider. Genau so. Und was machen wir? Permafrost. Da oben links. Das ist gut. Beziehungsweise. Das ist Pech. Naja, nicht wirklich. Da oben können wir auch hin. Ich muss mal die Flask noch wechseln. Ich weiß nicht. Die habe ich bei vielen Charakteren benutzt. Macht aber bei wenigen Charakteren wirklich Sinn. Aber unbedingt mal heilen. So, und jetzt versuche ich mal da oben hinzukommen. Permafrost. Mal gucken, ob wir es alleine hinkriegen. Habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Meistens hat man ja 8000 Leute um sich herum. So, 3-Sterne-Dungeon ist sofort in der Nähe. Fängt immer gut an. Wir gucken mal, ob wir hier oben einen... Irgendjemand möchte invited werden. Das können wir sogar machen. Ist mir ja sowas von egal. Mal gucken, ich weiß schon gar nicht mehr, wie man den spielt, ehrlich gesagt. Ja, ich habe keine Energieregeneration mehr drauf. Für einen Tomb Raider ist eigentlich Energieregeneration viel, viel, viel wichtiger, als man wahrscheinlich denkt. Dafür habe ich jetzt auch einen falschen Ring, ja, genau. Charakter ist jetzt natürlich dann auch überhaupt nicht gut, wenn man keinen die 1 nicht andauernd aktiv halten kann. Ich brauche meinen Energieregenerationsring eigentlich und ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Charakter den hat. Ah, ich glaube, ich weiß was. Die Ice Sage hat den. Mein Display auswechseln. Manzer nur 4. Aber da muss man durch. Eben Ice Sage nehmen. Ne, die hat den doch nicht. Dracolite? Welcher Charakter könnte denn hier den Magic Ring haben? Oder habe ich den in der Tasche? Ne. Weggepackt bestimmt, ne? Ah, weißt du, nicht mitgedacht, wie immer. Dabei ist dieser Crit-Hit-Ring total useless. So, dann mal auch runtergehen. Nervt natürlich. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Na gut. Wir dürfen noch nicht getötet werden. Aufladen tut sich der Tomb Raider dafür immer sehr gut. Übrigens, wie freut ihr euch, wollte ich gerade sagen, nein, also freut ihr auf die neue Klasse, wie gefällt euch die, habt da Bock drauf?
Ja, im Norden ist natürlich wieder einer solo gegangen. Ist immer so, dass ihr solche Leute habt. Man hat nur so ein paar Dinger, weißt du, und dann ist das schon schlimm genug. Hier will jemand in den Club rein. Das kann man eben schnell machen. Ich habe nämlich auch die letzten Tage wenig Leute einladen können. Liegt aber daran, dass ich nicht online war die ganze Zeit. Jetzt geht einer da unten rein und einer da. Was denn jetzt? Da? Es ist einfach nur... Es ist echt zum Kotzen, wenn mehrere Leute andere Dungeon machen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier Schaden kriege. Hier ist doch gar nichts. Oder ist hier Feuer, was ich nicht sehe? Das kann sein. Na gut, der ist langsam genug. Dann kann man nämlich noch mithelfen. So. Alle tot. Tja, selber schuld, wenn er alleine geht und zu blöd ist, sogar so ein Ding zu machen. Und das in der heutigen Zeit. Aber die Server lagen heute irgendwie nicht mehr so. Naja, es ist morgens, ne? Wenig Leute online. Mitten in der Woche ist ja oft so. Scheiß Eis. Ich hasse Eis. Gut. Gucken, ob wir die kalt kriegen. Noch stirb, 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 stirb und groß machen. Bam! Der, also der macht auf jeden Fall Schaden, dieses Crit-Dinge, ne, ist einfach geil. Habe ich das überhaupt drin? Ja, ja, doch. Deswegen auch die ganzen geilen, großen Zahlen. Auf jeden Fall im November läuft ja jetzt das Event, ne, anscheinend bleiben die Adventure-Kisten noch mindestens diese Woche drin. Also es wird, wurde noch nicht gesagt, dass das rausgepackt wird. Ja, guck mal, der macht noch so viel Damage die letzten paar Sekunden. Dieser große Fette. So, und dahin. Naja, kann auch sein, dass das von den Leuten ist, die hier drumherum rennen. Denn mittlerweile, ganz ehrlich, würdet ihr nicht auch U7 oder so schon bevorzugen zu machen? U6 ist so leicht. Na komm, der hat nochmal groß, ist ja egal, ob wir das eigentlich brauchen oder nicht. Mitnehmen geht nicht mehr. Ach, ich bin voll. Egal, ist nur scheiße, dann brauche ich das auch nicht. So, da möchte noch jemand im Club. Falls ihr im Club wollt, denkt daran. Ich weiß, viele fragen das und es steht auch fast unter jedem Video drunter. Schreibt mich oder einen Offizier an. Am besten geht ihr einfach in die Clubwelt rein und fragt nach. Rein geht ihr mit / Join World und dann halt den Namen der Clubwelt. Und die heißt, ah nicht Join World, Join einfach nur. So, da noch einen brauche ich. Also einfach / join und dann sucht ihr euch einfach den Namen raus, der heißt ZahnLP Community. Ich zeige euch den jetzt auch noch einmal. Da seht ihr den Namen / join ZahnLP Community. Doch Join World, ne, ich bin auch doof heute. ZahnLP Community. Und dann seid ihr drin, genau. Deswegen war mir auch klar, irgendwas war mit Join. Join ist einfach nur der Clubchat. Den könnt ihr, glaube ich, nicht joinen, wenn ihr nicht dabei seid. Ansonsten einfach also rein joinen und jetzt einfach fragen. Einfach in dem World Chat schreiben, hey, kann mich jemand einladen? Oder ist ein Offizier da? Oder irgendwas anderes, was ihr fragen könnt. Und ihr werdet dann erfahren, wer euch einladen könnt oder ihr werdet sofort eingeladen. Das ist natürlich im besten Fall.
So, November, ne, noch, warum habe ich denn das Ding gehabt? Das liegt hier drin. Ach, ist nicht mehr drin, schade. Ich dachte, das kann man vielleicht, also zumindest sehen. Oder war das Mobility? Ach ja, hier war das. Genau, da ist es doch noch. Das November Madness Dingen, holt euch das. Es gibt keinen oder, also bitte, keiner, also jeder, der das kann, schnell einmal einloggen, selbst wenn ihr das vielleicht nicht mehr spielt, gerade eben. Das Ding kostet nur 100 Qubits, 100 Stück nur. Einfach mal anklicken und dann habt ihr das schon. Ah, bald kommt das neue Dancepad raus. Nächste Woche. Neue Klasse, neues Dancepad. Nächste Woche wird wieder ein bisschen mehr Action sein. Diese Woche ist dann sozusagen so eine flaute Woche. Da macht man nicht viel, außer Bone Dragon Souls sammeln. Beziehungsweise, was habe ich, wie viel habe ich denn? Guck mal, ich habe jetzt 20 Challenges mitgemacht. Und das, naja, sind noch nicht mal 20. Ich muss echt mal ein bisschen wieder ranklotzen hier. Heute mal so ein paar Challenges machen, damit für den Livestream morgen auch ein paar Dinge da sind. Ey, da liegt noch ein Teil drin. Was macht das da? Na, aber dass wir morgen Kisten haben zum Öffnen. Wäre so wichtig, dass ich noch so ein paar Challenges heute mitmache. Jede Stunde, den ganzen Tag bin ich ja so online. Wundert euch aber nicht, wenn ich nicht viel schreibe. Ich komme wirklich nur online, mache die Challenge und gehe wieder offline. Das dazwischen ist halt im Moment noch nicht so wichtig. Ach guck mal, ich habe übrigens 2 Proclaimer Phones. Wegen letzter Woche, ne? Ist natürlich echt lustig. Ich kann also im nächsten Livestream 2-mal ankündigen, dass ich streame. Übrigens am Wochenende, wenn ihr am Wochenende vom 7. bis zum 9. glaube ich. Ich glaube, das ist der Freitag, der Samstag, der Sonntag und der Montag. 8 am bei denen hier. Das müsste bei uns so, weiß ich nicht, so 5 Uhr, ach, 5 Uhr, 3 Uhr sein oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Wenn ihr während diesen 3 Tagen, na, eigentlich sind es ja nur 48 Stunden, ne? Während diesen 48 Stunden 24 Stunden lang insgesamt gespielt habt, also ne, mehr, also die Hälfte davon, was natürlich viel zu viel ist, aber ihr dürft suchten, 12 Stunden am Stück, 2 Tage lang, also jeweils 2 Tage, je 12 Stunden wäre am besten, dann kriegt ihr 2 Dinge. Eine Class-Coin, ne, eine Flask-Coin und noch irgendwas. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ist leider lange her, dass ich das gelesen habe. Wurde ja schon vor ein paar Tagen angekündigt. Auf jeden Fall gibt es eine Belohnung dafür. Außerdem, an dem Wochenende gibt es den Livestream von Tryon. Und zwar einen 24-Stunden-Livestream. Und ihr könnt Teams bilden und Spenden sammeln. Und der Teamleiter, der also sozusagen die Spenden holt, theoretisch könnte ich das machen, der bekommt, je nachdem wie viel insgesamt gespendet wurde, über diesen Link jeweils, eine Belohnung. Erstmal warum? Da ist irgendwie so ein Spendenevent, die machen das jedes Jahr, haben sie letztes Jahr auch gemacht. Ich habe weder letztes Jahr noch dieses Jahr werde ich dabei sein. Aber Extra Life, glaube ich, heißt das. Genau, ich habe nämlich in meinen E-Mails mittlerweile schon das 4. oder 5. Mal, wurde ich darauf hingewiesen, dass man sich als Streamer anmelden kann, Spenden mitsammeln kann und, ne, kann man machen, müsste aber währenddessen streamen. Und wenn man dann zum Beispiel $15 insgesamt hat, kriegt man so einen Ally, hier so einen komischen, einen von denen, Alpha Allies, glaube ich, ist das. Mal gucken. Ich glaube, hier den Joystick kriegt man. Das kann sein. Ich glaube, ja. So, den könnte man kriegen und es geht bis hoch bis $500. Bei $500 bekommt man, nein, bei $500 wird man in eine Verlosung reingeschmissen und 25, ich glaube 25 Stück, bekommt 25.000 Credits. Also wer $500 ausgegeben hat, hat die Chance auf 500 Credits. Jetzt ist das Lustige natürlich, dass für $500, dass man mit $200 sozusagen schon viel mehr Credits hat. Also man macht mit $500 eine Chance, dass man viel weniger Credits kriegt, als wenn man dann spendet. Und man könnte die auch einfach hier im Game reinpacken und wäre auch glücklich, sage ich mal. Ist also nicht unbedingt die beste Belohnung. Was aber cool ist, ich glaube bei $150 kriegt man eine Untradable Chaos Coin, was ich eigentlich relativ cool finden würde. Aber $150 sind $150. Für 150 Euro, sage ich mal, ne, die man dann da fast benutzt, kann man sich hier ingame Zeug holen und das Zeug verkaufen. Oh, da kommt eine Kiste. Einfach vom Dach oder was?
Naja, auf jeden Fall könnt ihr daran teilnehmen. Die werden auch ganz normal Giveaways machen. Also nicht nur jetzt dieses Spenden-Event-Giveaways, also dass ihr irgendwas spenden müsst, sondern wenn ihr einfach dabei teilnehmt und einfach mitspielt, den ganzen 2 Tage, habe ich ja gesagt, also insgesamt 24 Stunden zusammenspielt, also zusammen Spielzeit auf allen Tryon-Games. Das wird also irgendwie zusammengerechnet, selbst wenn ihr auf anderen Games seid. Da frage ich mich übrigens, ob man einfach in 4 Games eingeloggt 6 Stunden bleibt und hat das auch geschafft. Ist aber trotzdem viel zu viel, einfach nur um so einen Scheiß zu bekommen, sage ich mal. Also für mich jetzt, ne? Also ich bin, es gibt ja genug, die voll Bock haben, also das Wochenende durchzocken, jeweils 12 Stunden. Ich werde wahrscheinlich online sein, aber halt nicht die ganze Zeit. Nee, das geht nicht. Geht gar nicht. Nein. So, das haben wir, den Livestream an sich könnt ihr euch auch angucken, der ist 24 Stunden, jeweils 6 Stunden pro Spiel, glaube ich. Das heißt, irgendwo sind 6 Stunden 12 drin. Und ansonsten, naja, gibt es ganz normale Giveaways, die werden wieder Chaos Coins wahrscheinlich verlosen und was auch immer die sonst verlosen, diese Carpets. Und die verlosen sogar Ganda, habe ich letztes Mal gesehen, das finde ich natürlich richtig cool. Das wäre echt geil, wenn man ihn gewinnen würde. Ne? Ultra seltenes Mount. Fast keiner hat's. Warum nicht? Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von True. Ciao.